Guten Tag an alle Zuschauer. Wir hoffen, Sie sind auf ein spannendes Qualifying eingestellt. Die Teams hier in Kanada schließen gerade die letzten Vorbereitungen ab. Und ich hoffe, ihr habt schon ein Abo abgeschlossen auf diesem Kanal. Nein, Spaß beiseite, das könnt ihr natürlich frei entscheiden. Und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück zur Let's Play Formel 1 2018. Heute zum 7. Lauf unserer Karriere im wunderschönen Sauber in Kanada. Kanada. Sehr schön hier. Wirklich sehr schön auf dieser kleinen Insel. Chef erinnert uns gerade noch daran, dass wir noch 2 Minuten Zeit haben, um von P18 runterzukommen, denn das ist herausgekommen nach meinem ersten Run. Hier schon kleine Verbremser, da mal wieder und an einer anderen Stelle auch schon Kurve 1. Jetzt hier Ende erster Sektor 1, Anfang zweiter Sektor. Und das geht, glaube ich, sogar noch die gesamte Runde so weiter, aber die war trotzdem besser. Und zwar haben wir momentan 14. Verbesserung. Davor sind wir eine 1:10.051 gefahren. Letzter Versuch, auch hier wieder mal ein kleiner Verbremser, der wieder mal Minimum eine Zehntel gekostet hat. Dann diese lange Gerade. Unser Motor ist mittlerweile schon ziemlich gut und einen guten Motor, den brauchen wir auch für Frankreich. Das Getriebe hat gute 61% runter und ich hoffe ganz inständig, dass das hält bis zum Ende des Rennens. Doch hat es schlussendlich gereicht? Lewis Hamilton startet heute von der Pole und daneben steht Sebastian Vettel. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Ricciardo, Raikkonen, Valtteri Bottas und Verstappen. Sainz Junior, Hülkenberg, Alonso und Kevin Magnussen. Grosjean, Ocon, Sergio Perez und Gasly, Leclerc, McDonald, Stoffel van Dorn und Lance Stroll. Hartley und Sergei Sirotkin am Ende der Startaufstellung. Wir müssen auch in der Fahrzeugentwicklung mal vorankommen. Deswegen für Frankreich mehr Motorenleistung und vor allen Dingen mehr Aerodynamik im Heckbereich. Das Ganze nehmen wir mit nach Frankreich. Die ganze Moral wollen wir auch nicht verschwenden. Im Chassis bleiben wir dabei, genauso wie in der Strapazierfähigkeit. Also zwei Teile, die hoffentlich nicht schief gehen dann für Frankreich. Williams rückt uns hier auf die Pelle, denn die haben hier Upgrades mitgebracht. Genauso wie McLaren und Haas, genauso wie Red Bull. Aktuell starker Regen und man hört es im Hintergrund. Chef sagt, leichter Regen in 5 Minuten. Das bedeutet, diese Rennstrategie können wir eigentlich über den Bord werfen. 105 Kilogramm sollten hoffentlich reichen. Der WM-Stand sieht wie folgt aus. Sebastian Vettel führt mit 140 Punkten. Kimi Räikkönen schon mit einem größeren Rückstand, nämlich nur mit 79 Punkten. Der dritte im Bunde ist Valtteri Bottas mit 63 Punkten. Wir sind aktuell auf Position 7 mit dem wunderschönen Sauber mit 38 Punkten. Mal schauen, ob da heute weitere Punkte hinzukommen. Denn Kevin Magnussen und Fernando Alonso sind oder rücken uns so langsam auf die Pelle. In der Konstrukteurswertung, wie hätte es anders sein können, wenn zwei Ferraris führen, führt natürlich auch Ferrari die Konstrukteurs-WM an. Und zwar mit gesamten 219 Punkte. Mercedes hat nur 119 Punkte, also die müssen ordentlich aufholen, nämlich 100 Punkte. Wir sind aktuell noch auf Position 5 mit 38 Punkten, McLaren 35 und Renault mit 31. Auf uns Indy haben wir auf jeden Fall einen größeren Vorsprung. Schwierigkeitsgrad heute 109. Den habe ich herausgefunden in meinem eigenen Guide. Den findet ihr in der Infokarte. Ich wünsche euch nun viel Spaß beim großen Preis von Kanada. Mal schauen, wie wir uns hier im Regen schlagen können. Die ersten Meter. Mal schauen, ob wir Position verlieren oder ob wir mal was gewinnen können. Aktuell sieht es sehr gut aus. Dann kommt ein Van Dorn angeschossen. Bei mir bleiben vorne die Reifen komplett stehen. Und zwar wirklich komplett. Also Van Dorn, er hat richtig Position gut gemacht. Ocon ist hier sehr langsam. Ja, zu dritt will ich eigentlich nicht durch diese Kurve fahren. Mit den beiden hier. Post Indien gerade nicht gut Kirschen essen. Und beim Teamkollegen sowieso nicht. Der wird es hier gerade richtig wissen. Und Van Dorn irgendwo sehr weit da vorne. Und jetzt könnten wir mal hier attackieren. Aber man sieht fast gar nichts. Man sieht die Scheitelpunkte gar nichts.
Jetzt mit Überholen an Ocon vorbei. Nein. Nicht. Oh, dann wechselt er die Spur nochmal beim Anbremsen. Fährt uns eigentlich rein. Und da ist Gasly. Zieht der Ocon dann im falschen Augenblick eigentlich komplett rüber. Position 15. Gar nicht so verkehrt. Aber erstmal Bremspunkte suchen, sich erstmal hier vertraut machen. Gerade mit dem Heck. Und schauen, der Regen soll in 5 Minuten schon schwächer werden. Und gefühlt habe ich momentan gar kein Vertrauen zur Bremse. Allgemein zum Auto nicht. Die erste Runde war sehr schwammig. Weil man auch erstens fast gar nichts sieht. Wo ich hier hinter Ocon herfahre. Erhöhen wir den ERS-Einsatz und verbrennen ein bisschen Energie. Habe ich vor, aber nur auf den Geraden. Und sonst gar nicht. Auto richtig schön am Rutschen. Auto verzögert gut, KI verzögert sehr, sehr früh. Auto bleibt da. Auto bleibt immer noch da. Und den Ocon, den sollten wir uns jetzt mal schnappen. Das tun wir auch, aber ich kürze mal lieber ab. Weil der gibt da sowieso, der hat nicht nachgegeben. Kollision verhindert. Jetzt habe ich mal ein bisschen mehr Sicht. Nach vorne. Das ist der nächste wäre Perez. Und dann Verdorn, der wie Raketenfall nach vorne geschossen ist. Aufpassen mit der Hinterachse. Da kann man echt auf Null stellen, damit man überhaupt Traktion hinten hat. Weil mit den Regenreifen kann man sich momentan gar nichts anderes vorstellen. Also Standard und Null schon fast unfahrbar. Und die Köpfe sowieso im Regen. Da bleiben die Reifen komplett stehen. Da könnte ich schon fast bald überlegen, noch weiter nach hinten zu gehen. Ja, sogar eine Maßnahme. Oh, Komfort und Fahr. Kein Gefühl. Ja, das geht völlig in Ordnung. Alter, du lässt mir fast gar keinen Platz da außen. Zum Überleben. Boah, also momentan ist ganz schlimm die Bremse. Ganz schlimm. Also Bremse geht aktuell gar nicht. Hab man auch gemerkt, den Verdorn bin ich schon fast reingerauscht. Den habe ich dann ziehen lassen. Also die Bremse ist nach wie vor im Regen heftig. So, mal schauen. Der Haas ist sehr weit weg. 8 Sekunden. Schauen, ob wir das in irgendeiner Form aufholen können. Also diese Hinterachse und diese Bremsen gerade, das ist alles andere als schön zu fahren. Also das Setup scheint überhaupt nicht zu liegen. Die Reifensituation ist interessant, aber ich glaube, dass wir bei den aktuellen Reifen bleiben sollten.
Warum denkst du schon darauf, Dings zu wechseln? Das Auto vor dir beträgt 7,6 Sekunden. Jetzt bin ich doch bei 54 geblieben. Ja, kaum ein bisschen freie Fahrt fühle ich mich schon ein bisschen wohler mit dem Auto. Aber nach wie vor Bremse. Bei Skagring Bremse. Intermediates, es ging noch in Monaco. Da hatte ich jetzt nicht so die großen Probleme, aber hier richtige Probleme. Schon dabei. Auto schön quer gespannt beim Runterschalten. Schön und schön beim Ausbeschleunigen. Also 7 Sekunden ist schon sehr viel nach ein paar Runden. Sehr viel. Die Manöver. Gut, es ging Van Dorn, den habe ich ihn ziehen lassen. Gegen die beiden Force India war es in Ordnung. Aber Van Dorn hat dann auch null Platz gelassen in, vor Kurve 1. Da war ich schon auf dem Gras. Da war ich schon draußen. Doch, dem Motto, da gehörst du nicht hin. Das habe ich anders gesehen. Oh, mehr gerutscht um die Kurve als gefahren. Auch hier beim Ausgang. Bin gespannt, wann wir Intermediates haben. Und dann bin ich gespannt, wie die sich fahren lassen. Die sich auch so, ich sag jetzt mal, beschissen fahren lassen. Für die Regenreifen. Das ist so meine erste Fahrt wirklich auch mit Regenreifen. Die hatten wir sonst doch nie drauf. Eine Jungfernfahrt. Auf gut Deutsch. Also im zweiten Sektor fährt der mir weg, der Grosjean, aber dann holen wir richtig auf. Pardon kann gar nicht das Tempo mitgehen. Der war wirklich ein Bremsklotz. Für alle dahinter. Ja, jetzt blockieren ja die Hinterreifen beim Anbremsen. Also die hinteren Bremsen machen sich bemerkbar. Okay, auf Grosjean holen wir auf. Das ist ein gutes Zeichen. Also hinter der Gischt, Lecco Mio. Also das ist heftig. Da siehst du gefühlt nichts mehr. Deswegen wundert es mich, dass der Frontflügel dran geblieben ist. Was du mir vorschlägst. Hinters, jawohl. Damit kann ich mich anfreunden. Intermediates kann ich mich mehr anfreunden als mit den Regenreifen. Mal gucken, wie da unsere Pace sein wird. Letzten Zack noch mal gebremst. Haas muss warten, deine Haas muss warten. Teamkollege auch in der Box, das spielt für mich keine Rolle. Ja, Grosjean, da haben wir alles in der Boxengasse jetzt aufgeholt. Nice. Und da haben wir alles aufgeholt in der Box. So, mit den Reifen sollte ich mich direkt wohler fühlen. Ja, riskieren wir auch mal gleich ein bisschen mehr. Warum nicht? Warum nicht?
Grip-Niveau deutlich besser. Gefällt mir auch mehr. Perez ist hinter uns. Also die beiden Haas hat man gleichzeitig abfertigt. Und bei uns auch. Einige sind noch weiter gefahren auf den Fullwertreifen. Zeit, etwas Ladung zu verbrauchen. Erhöhe den ERS-Einsatz. So ist doch eine Meise. Im Regen brauche ich dieses ERS auch nicht. Da brauchst du viel Benzin. Das haben sie auch gepatcht mit 1.04. Ja, ich fühle mich gleich wohler. Und Grosjean hat sich da noch verteidigt. Gegen Sirotkin sind wir vorbeigegangen jetzt. Der nächste wäre Fernando Alonso auf Position 10. Das ist auch wieder viel. Mal schauen, ob wir das aufholen können. Auf 109. Ich glaube, diese erste Fahrt mit den Drehgreifen tut mir gut. Eine wichtige Erfahrung. Die ich da gemacht habe. Das Grip-Niveau ist ganz anders. 22,8 fahren die da vorne. Also es gibt einen riesen Unterschied für mich zwischen Inters und Fullwertreifen. Oh, schön gerutscht in die Kurve rein. Am Ende soll es noch mal trocken werden. Da bin ich dann auch gespannt. Da ist ein Force India ganz langsam im Sektor 3. Wo ist eigentlich der liebe Kevin? Ah, der ist davor, vor Fernando. Also für Punkte und für das Rivalen-Duell gegen Magnussen müssen wir da aufholen. Das tun wir auch. 7,3. Grosjean bleibt dran. Okay, der interessiert mich nicht mehr, der Force India. Nicht abkürzen. Normal durchfahren, super. Bisher bin ich mit dem Rennen zufrieden. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 14,8 Sekunden. Ja, mit dem habe ich hier bei Regen gar kein Hühnchen zu rupfen. Also Intermediates-Bedingungen liebe ich, die können häufiger kommen. Fullwert? Nein. Da nach 2-3 Runden war ich drin. Aber ich konnte null angasen in den ersten 2 Runden. Zu wenig Vertrauen war in das Auto. So wie das Auto sich hier fahren lässt, bei Inters, super. Das ist super. Das sehen wir auch, das sehen wir auch hier. 109, es geht eigentlich nur eine Schwierigkeitsgradstufe höher. Nein, ich will mehr Regen. Ich will mehr Regen. Ich will deutlich länger Regen haben, nicht so kurz. Ist mir zu wenig.
Zu wenig, 10 Minuten. Ich will mehr. Nochmal schneller, 4,0. Oh, das war abgekürzt, sorry. Oh, schön. Schön gedriftet, jetzt kommt die Bremse mal wieder zum Einsatz. Das musste mal wieder sein. Ich glaube, für den Moment fahren wir die richtigen Reifen. Das auf jeden Fall. Da wollen wir gar nicht diskutieren, Chef. Ach, den Funkspruch haben wir auch noch nicht korrigiert. Aber jetzt mit viel Schwung rankommen. Das fette Benzingewicht wollte ich mir eigentlich aufsparen. Also da sind noch die beiden Renaults auch noch da vorne. So P7 im Regen wäre hier schon fast drin. Nur bei Trockenheit sieht es dann wahrscheinlich wieder ein bisschen anders aus. Und danach kommt Paul Ricard in Le Castellet. Oh Gott, das ist wie in Frankreich. Da bin ich richtig gespannt. Wie das wird. Jetzt haben wir auch ein bisschen Batterie. Das kann Chef sich nicht beschweren. Jetzt beschwere ich mich auch nicht über das Auto. Das Rutschen mag ich so ein bisschen. Weil dieses minimale Zucken auf der Hinterachse finde ich gar nicht so verkehrt. Im Gegenteil, das mag ich sogar ein bisschen bei Intermediate-Bedingungen. Bei Vollbedingungen habe ich das nicht gemocht. Ja, 23, nur eine Sekunde, also 110 wäre auch noch jetzt so langsam. Also wie im Vorgänger KI in Kanada schwach. Was ich auch so gehört habe, mit Spielberg soll es auch nicht gerade berauschen, sondern Monster sowieso nicht. Na gut, ich fahre hier Sektorenbestzeiten. Mein Wagen rutscht und ist nicht mal das beste Fahrzeug. Dafür verliere ich alles im Mitteteil. Nämlich hier. So, die bekommen da gleich Besuch. Alonso beißt sich die Zähne aus. Ja, der kann folgen. Aber der kann besser folgen als Alonso den Magnus. Also Magnus scheint ja etwas schwächere zu sein. Davor sind die beiden Renaults. Die sind auch noch in Reichweite. Oh ja, jetzt duelliert euch auch noch. Oh ja. Da kommt dann der Philipp an und ist vorbei. Und erwischt den Bremspunkt und geht an beiden vorbei. Was für ein Move. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Und das war der Sauber. Ja, den müssen wir verringern. Oh,
Holla die Waldfee, also beim Anbremsen komplett quer gestanden. Mittelteil wieder was verloren. Batterie sieht sehr gut aus, noch über 50%. Also Benzin müssen sie was gepatcht haben. ...4,8. Alonso ist vorbeigekommen an Magnussen. ...4,7, da hat sich jetzt nichts verändert. Aber wirklich gar nichts. Vielleicht durch den Querscher hier. Oder Renault ist zu weit weg, dass wir da was aufholen. Reifentemperaturen. Ich würde sagen, die Kerntemperatur ist schon fast zu hoch. So langsam muss ich dann auch erst sparen im Regen. Okay, du bist in den Top 10. Aber das war jetzt ein wichtiger Funkspruch von dir. Ich fühle mich gerade pudelwohl. Das Fahrzeug liegt gut. Wir haben das Tempo der beiden Renaults. ...4,4. Auch ein schöner Querscher. Magnussen verliert Zeit, Grosjean kommt näher. So sieht es aktuell dahinter aus. Sieht so aus, als würden wir in Kürze wieder eine trockene Strecke haben. In Kürze ist es wieder trocken. Nein! Ich wünsch mir einen Regentanz dabei. Ein ganz großer. Boah, die Batterie geht ja richtig in den Keller. Von über 50 mal eben runter bis auf 35. Und dann beim Anbremsen sind sie wieder bei 44. 1,8. Jetzt fährt Alonso das gleiche wie ich. Hat er da gespart oder konnte er eigentlich schneller? Hing aber hinter Magnussen fest. Es wird trockener. Ne, hol ich nichts mehr auf. Wird schwer, die Position im Trocknen zu verteidigen. Je nachdem, was wir machen. Hypersoft. Oder nicht. Aber noch regnet es. Sainz liegt vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 4,8 Sekunden. Du willst pro Runde eine Zehnte, ja. Sie fahren mit Alpen Intermediates. Ihre Reifen sind 9 Runden alt. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 23,0.
Also etwas, wirklich etwas langsamer. Aber wahrscheinlich deutlich schneller als unser Teamkollege Leclerc. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 1,7 Sekunden. Okay, die Hinterreifen haben schon ordentlich was runter. Mal schauen, was das Getriebe macht. Es sollte in der Theorie halten. Mal kurz drauf schauen. 65%. Also ich gehe mir zum Beispiel jetzt nach Monaco Fullwet vor. Richtig beschissen, dass du gar nichts mehr siehst. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 27. Ja, der ist deutlich langsamer. Der ist auch bei einem Toro Rosso hängt der fest. Hat aber Van Dorn überholt. Also Van Dorn war brutal langsam. Das haben die beiden Fossilien ja auch gespürt. Mit den zwei Upgrades hoffe ich mir, dass wir an Toro Rosso vorbeigehen. Die Lücke auf Force India ein bisschen schließen können. Das ist der Plan. Am Ende der ersten Saison will ich so bei McLaren stehen. Und dann in der zweiten Saison mal so richtig zu attackieren, dass wir Renault schnell überholen. Und stellen Red Bull und ran und Co. rankommen, also Ferrari und Mercedes. Das ist so ein bisschen der Plan. Wird aber schwer zu knacken sein. Weil wir auch erstmal noch in die Abteilungseffizienz investieren wollen. Also in die Aero. Abteilungseffizienz. Abstand zum Führenden 29,1 Sekunden. Das ist der Plan. Da fehlen mir noch 1600 Ressourcenpunkte. Wir müssten hier eigentlich schon fast die 4 WM-Punkte holen, die das Team von uns verlangt. Es ist jetzt trocken geworden. Nein. WM-Punkte. Ich müsste eigentlich zweimal Neunter werden. Es ist ein hohes Ziel, was das Team da hat. Für zwei Rennwochen haben wir Zeit für 500 Ressourcenpunkte. Auch das ist natürlich ein Argument, warum ich die zwei Upgrades haben möchte. Vorausgesetzt, die gehen nicht schief. Das heißt, es ist alles schief gegangen, was ich in die Pipeline geschickt habe. Mit Ultra Soft und durch. Okay, machen wir. Ist gekauft. Ist gekauft. Da ist ein Renault reingekommen. Oh, perfekt. Los geht's. Hülkenberg ist abgebogen, Sainz nicht. Teamkollege auch drin, ja wunderbar. Oh, die Outlap ist jetzt eigentlich extrem wichtig. Gegen Sainz in dem Fall. Ist jetzt aktiviert.
1,7, Hülkenberg 6,1. Maximum Attack. Sainz an der Box. Wir haben Sainz, er kommt, Sainz, er ist raus. Sainz haben wir bekommen. Und jetzt fahren wir durch mit den Reifen. Da haben wir mal eben 4 Sekunden aufgeholt. Boah, Alonso und Sainz, die haben es jetzt richtig vor. Nee, Junge, nee. Den Platz gebe ich dir eigentlich ungern. Okay, der Wagen hinter dir ist wieder auf der Strecke. Fährt jetzt mit ultraweichen Reifen. Wagen hinter dir jetzt auf ultraweichen Reifen. So, Sainz, er will auch noch vorbei, wenn es geht. So lebe ich hier mit einem Fernando Alonso. Unfassbar. Im Mittelteil. Hat er seine Chance gerochen. Auch Sainz wird schwerer zu halten sein. Er hat den besseren Motor. Und alle auf Ultras, alle wollen wir durch. Aber den Kurven-Exit mag ich nicht. Oh, das war knapp gekürzt. Da muss jetzt das Auto abfangen. Beschleunigungsstelle, da muss ich wieder ein bisschen aufs Gras. Das geht doch eigentlich nie gut. Das geht nie gut. Magnus kommt auch noch von hinten. Jetzt wird mein Lenkrad auch noch locker. Ich könnte gerade kotzen. Warte, ich schraube das mal kurz während der Fahrt zusammen. So. Jetzt weiß ich, warum ich mir ein Regenrennen gewünscht habe. Und zwar ein längeres. Alonso wieder vorbei. Oh, der kommt angeschossen. Jetzt auch wieder. Hin zum Scheitelpunkt. Ich lasse dir außen den Platz. Ich glaube, das geht jetzt bis zum Rennende. Da werden das 50 Meter Schild mitgenommen. Gut, ich brauche es nicht unbedingt. Aber mir fällt sowas immer direkt auf. So langsam muss ich mich an die Gripverhältnisse gewöhnen. Gerade hier am Ausgang. Oh, aber dieses Untersteuern diesmal! Puh, durchatmen. Durchatmen!
Durchatmen. Hallo, die Waldfee. Die wollen es wirklich wissen, und zwar richtig wissen. Oh, Alonso kommt wieder. Unser Abstand zum ersten Platz beträgt 34,9 Sekunden. Ich will gar nicht wissen, was der Hülkenberg für Zeiten fährt. Weil der hat Ruhe. Der hat absolute Ruhe. Ja, jetzt wollte ich die Kurve anders anfangen, genauso beschissen. Ist das ein Williams? Es ist Magnussen. Ja, der wird noch mehr Druck ausüben als Alonso. Ach, Williams ist so ein heller blauer Punkt. Okay, ja gut, Haas ist komplett weiß. So, Alonso tut sich jetzt schwer. Oh, und ich tue mir beim Anbremsen heute extrem schwer. Wieder verbremst. Boah, Alonso, da muss ich voll in die Eisen gehen. Jetzt kommt meine Hassecke hier. Ja, da kommt der viel besser raus als ich. Müssen dranbleiben. DS bekommen wir noch. Der Geraden, ey. Ja, das war nicht clever gelöst von mir. Hätte den kompletten Schwung lieber mitnehmen sollen. Aber die nächste DS-Zone kommt schon bald. Oh, ganz schlecht. Ja, jetzt kommt der Magnussen. Vorbei. Und gibt nicht wirklich Gas in den Kurven. Sollte reichen. Aber Alonso fällt mir weg. Das ist mein Problem. Wieder ein Fahrbremser drin. Die Bremse wird nicht mein Freund. Habe ich keinen Grip? Alonso vor dir. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 1,8 Sekunden. Du fährst pro Runde um ein Zehntel zurück. Sie fahren mit 9 ultraweichen Reifen. Ihre Reifen sind 8 Runden alt. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,13,1. Das fahre ich nicht.
Okay. Stopp noch mit dieser Strategie. Ein Boxenstopp-Fenster öffnet sich in 15 Runden. Ich könnte auch mutig sein und durchfahren. Auch eine Alternative. Also viele kleine Fahrfehler hier beim bei trockenen Bedingungen. Also schon wieder ein kleiner Verbremser drin. Also das läuft gar nicht auf der Bremse. Und das, was ich mit dem im Regen hatte, in Fullbad habe ich jetzt bei trockenen Bedingungen auch. Kein Gefühl. Auf der Bremse. Dass Alonso vorbeigekommen ist. Weil ich eher so einen Magnussen zugetraut oder Sainz. Man sieht aber auch schon, wo Hülkenberg ist auf der Minimap. Was der in der Kurve beim Anbremsen ist aufgeholt hat. Ja, der bremst dann einen Tick später. Boah. Hart zugeknallt. Wo willst du denn da rein? Wo Grosch? Heftig. Man merkt aber auch die Aero des Haas. Irgendwo aber auch ein Rennen zum Genießen. Und dahinter kommt Sainz. Alter, das ziehen sie, die wollen, dass ich Punkte habe. Aktuell hätte ich einen. Kein DRS! Ich habe auch kein RS mehr. Klar, mit P12 wäre ich auch noch zufrieden, so ist es nicht. Dann kann ich mir die 500 Ressourcenpunkte über die Backen, hinter die Backen schmieren. Weil Haas ist momentan nicht mein Gegner. In 2017 haben wir die ersten 8 Rennen geopfert, da war Kanada auch noch mit dabei. So sieht es auch aktuell aus. Weiß gar nicht, haben wir da überhaupt mal Punkte geholt in den ersten Rennen? Müsste fast sein. In 2017. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Bremsentemperatur hat auch irgendwie einen Einfluss. Zwischen dir und deinem Vordermann vergrößert sich jede Runde um ein paar Zehntel. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 28,3 Sekunden. 28? Ja, das wundert mich nicht, dass Charles hier schneller fährt. Also im Trockenen, da passt das einfach. Also im Trockenen muss ich mich eigentlich nach hinten orientieren und nicht nach vorne. Im Regen sah es anders aus, weswegen wir aber auch so ein geiles Rennen bisher haben. Und wir haben erstmal die Halbzeit gleich. Also was hier bisher abgegangen ist. Grosjean spart wohl offensichtlich.
Nehmen alles zurück. Alter, Alter. Dass du da aufholen kannst. Ja, er hat jetzt alles an. Sainz wollte da auch noch durchschlüpfen. Boah, was wir auch verbessern müssen dann in der Aero ist auf jeden Fall den Luftwiderstand. Jetzt ernsthaft. Hey, ich liebe solches Racing, ja. Da kommt schon der nächste Force India. Guck mal, kommt der andere Pink Panther? Ja, der hat weniger Motorleistung als der Haas. Hat man gemerkt. Die Wettervorhersage stimmte null. Zu deinem Auto. Die Reifen sehen sehr gut aus. Momentan musst du dir keine Gedanken wegen der Abnutzung machen. Ja, toll. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 32,2 Sekunden. Sie fahren mit alten ultraweichen Reifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 14,1. Okay, dann will ich nicht wissen, was ich fahre hier. Bei den zwei Kämpfen. Wow! Also zwei Zehntel war ich hier schneller im Rennen als mein Teammate. Das passt, der Schwierigkeitsgrad passt. Schön leichtes Untersteuern. Dadurch kommen auch einfach geile Rennen zustande. Gerade hier zum Beispiel in Kanada. Frankreich, da rechne ich mir gar nichts aus. Da könnte man noch fast durchfahren. Die Frage, ob sich das lohnt. Weil ich glaube nicht, dass ich einen Sainz oder einen Grosjean halten könnte. Jetzt hole ich sogar wieder auf Grosjean ein bisschen auf. Und der hat momentan den letzten Punkt auch. Jetzt lässt mich der Sainz ein bisschen mehr in Ruhe. Aber der Fahrstil ist nicht sauber. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,5 Sekunden. Wow!
Oh, er hat mir einen Schlag gegeben hinten. Da sind auch Frontflügelteile bei ihm geflogen. Okay, da müsste meine Squad, habe ich zu spät reagiert. Man unterschätzt da diesen krassen Überschuss. Das ist das Problem. Auf einmal hast kommt der angeschossen mit DRS und ERS und lässt sich im Regen stehen. Entweder er ist sich weiter rübergezogen, weil den Schlag hat er mir gegeben. Und das habe ich gespürt. Na, davor hat er nur gespart. Von der Batterie. Und irgendwann hat er dann radikal zugeschlagen. Und das machen wir jetzt auch. Ja? Ja, der hat einen Frontflügelschaden von der rechts. Gucken, was der Perez schafft. Müssen wir uns im Nachhinein angucken. Habe ich zu spät reagiert? So, dass er einfach keine Chance mehr hatte, auszuweichen. Und hinten drauf gefahren ist. Weil er hat dann nochmal die Richtung gewechselt. Und ist dann wieder nach links rübergezogen. Also, das versteht der schon. Er hat das schon verstanden. Wir machen heute noch ein Boxenstopp. Ein Boxenstopp noch mit unserer Strategie. Boxenstopp-Fenster öffnet sich in 5 Runden. 5 Runden. Aber die fordert wenigstens ein. Also so ein bisschen auch das Zweikampfverhalten. Weil der einfach mit, selbst mit einem Renault-Motor so einen Überschuss hat, weswegen habt ihr auch gar nicht aufhören können, in den Motor zu investieren. Also wir müssen auch im Motor besser werden im Antrieb. Aber die Aero ist das Wichtigste neben dem Motor. Weil diese schnellen Kurven hier, das sieht man auch, da fand ich am meisten. Da lassen wir momentan die Zeit liegen. Deswegen die Aero, die muss schnellstmöglich verbessert werden, weil wir haben noch Belgien, wo die Aero zählt. Wir haben später dann noch Japan, USA, das sind alles Schrecken, wo wir die Aero brauchen. Dann nehme ich ein schlechtes Chassis erstmal in Kauf. Also, Aero, wie gesagt, Saison 1, Aero. Auch bezüglich Luftwiderstand, nicht nur Front- und Heckflügel. Jetzt ist Perez vorbei, ja. Der Sainz hat einen Frontflügel schon und wird dadurch deutlich langsamer. Was schade ist. Ja, der ist wahrscheinlich auch noch in einem Fight. Schaut, wenn ich die nächsten Vertragsverhandlungen machen kann mit Sauber. Das müsste nach Frankreich sein. Ich glaube, immer nach 4 Rennen geht das. Außer zum Schluss. So stelle ich mir das momentan vor. Also mit Sainz muss ich mich schon mal entschuldigen für die Anfangskollisionen eigentlich auch. Aber das war echt nicht ohne. Also das Spiel fordert einen richtig, auch in der Karriere. Perez hinter dir. Der Abstand zum Hintermann beträgt 3,0 Sekunden. Sie fahren mit alten, ultraweichen Reifen. Ihre Reifen sind 20 Runden alt. Wir vermuten, dass
einen Stopp haben. Letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 15,4. Wichtig ist auf jeden Fall, dass wir 13. werden. Ja, Durchfahren ist schon arg an der Grenze. Ja, man merkt einfach, dass die Hinterreifen schon runter sind. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 3,1 Sekunden. Reifentemperaturen passen soweit. Ich spüre auch da einfach keinen Gripverlust, nicht vorne und nicht hinten. Na gut, hinten schon ein bisschen, weil. Aber das sind die Prozente, das sind die Runden, die der Reifen einfach runter hat. Womit ich nicht zufrieden bin heute ist die Verbremser. Die müssen in den nächsten Rennen abgestellt werden. Viele kleine Verbremser drin. Das Rausbeschleunigen sich ist nicht so das große Problem an. Damit komme ich besser zurecht. Okay. Das muss ja fast ein Haas sein. Irgendeiner ist ausgeschieden. Und es ist ein Haas und es ist Kevin Magnussen. Unser Rivale scheidet hier aus. Und damit sind wir wieder in den Punkten drin. Kein Safety Car. Wäre ideal gewesen. Viel zu schnell am Runterschalten bin ich. Eine gute Inlap wollt ihr? Der steht da immer noch. Was wollt ihr mit draufschneiden? Okay. Vergiss nicht, diese Runde in die Box zu fahren. Beachte deinen Abstand zur Tempolimitlinie und fahr nicht zu schnell. Muss mal kurz gucken, wo komme ich denn überhaupt raus? Okay, die vor mir fahren auch rein. Also bin ich gezwungen auch rein, aber nur der Perez macht es auch. Alle machen's. Alle holen sich neue Reifen. Alle. Ich glaube, das zeigen sich auch den Frontflügel wechseln lässt. Es Hamilton. Teamkollege auch an der Box. Da ist auch noch ein Force India. Charles ist in der Boxengasse. Okay, jetzt hat Grosjean was verloren an Zeit. Das machen wir jetzt mal taktisch.
Den Hammond will ich als Hilfe mitnehmen. Und das funktioniert auch. Und Perez sagt auch Danke. Perez hat auch gleich Danke gesagt. Und ist auch vorbeigegangen. Sainz muss abgebogen sein. Ich hab noch das DS von Hamilton. Aber kurz, und da kommt ein Perez so angeflogen. Warum war jetzt gelb? Ja, kaum schalte ich runter, holt er auf. Und das nicht zu knapp. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 13,5 Sekunden. Klingt da nicht viel, auf dem McLaren ist das für mich viel. So, jetzt heißt es sparen und ein bisschen hoffen, dass Grosjean wieder ärgert. Weil das erst kann ich hier nicht überall rausbesauen. Oder hinten kommt ein Ferrari. Das wird Vettel sein. Ja, beim Rausbeschleunigen hole ich mir immer so einen kleinen Puffer. Und dieser Puffer ist ganz schnell weg. Und man bremst hier bei 80 gefühlt an. 80 Meter. Wir fahren noch 20 Runden. Wir fahren ja jetzt schon eine Runde weniger. Okay, Perez lässt ihn schon vorbei. Einen guten Sepp. Wir auch. War ganz clever, habe ich das jetzt nicht gemacht, weil der Messpunkt, der müsste früher kommen. Ja, der kommt so ganz beschissen. Ja. Der kommt nämlich vor der Haarnadel, und zwar weit vor der Haarnadel. Gut, den Windschein spüre ich schon. Vettel jagt den Hamilton. Aktuell wäre es P9. Das wären 2 Punkte. Das wäre die Hälfte des Teamziels. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 15,9 Sekunden. Das Aus von Magnus müssen wir ausnutzen. Ich versuche jetzt so ein bisschen taktisch natürlich vorzugehen gegen Perez.
dass ich versuche auf hoch nur zu gehen mit dem ersten Modus. Das kann ich auch ein bisschen sparen. Ja, mit den Reifen fühle ich mich wohl. Schon dabei. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 38,5 Sekunden. Sie fahren mit 9 Ultrareichen. Letzte Rundenzeit lag bei 1,12,5. 12,5, das ist schnell. Der Abstand zum 12,8 beträgt 16,5 Sekunden. Alonso liegt vor dir. Der Abstand zum Auto beträgt 16,5 Sekunden. Du liegst pro Runde um 8 Zehntel zurück. Sie fahren mit 9. Obwohl der keinen Motor hat. Ihre Reifen sind 6 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 12,3. Also dem Perez möchte ich keine Chance geben. Da kommt dahinter Grosjean, der bei der Überrundung alles verloren hat. Jawohl, wieder die entscheidenden Meter gemacht. Nichts da. Diesmal nicht. Fährt er vorbei an Hamilton? Auch interessant. Mein Ausgang muss besser sein. Grosjean jetzt hinter mir. Oh Gott, der hat insgesamt das stärkere Paket. Hat einen Ferrari-Motor drin, der schwächer ist als unserer. Wird trotzdem versuchen vorbeizukommen. Leider kann ich die Sekunde nicht aufrechterhalten. Die er Rückstand hatte. Das Hamilton abgebogen. In die Box. Ja. Wir haben fast den gesamten Benzinüberschuss verbrannt. Sind bald wieder am Planziel angelangt. Schalte möglichst bald den Motor runter. Aber Vettel ist noch vor mir. Aber gut, wenn ich Grosjean halten könnte. Boah, die DS-Tool ist mir hier einen Tick zu lang. Die Kurve ist mir einen Tick zu schnell. Ja, gefühlt würde ich sagen, der spart gerade. Alonso würde es freuen. Dass sie sich da hinten sich nicht einig werden. Die fahren auch sau gut durch die letzte Kurve. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 18,1 Sekunden. Der
Abstand zum Teamkollegen beträgt 99,5 Sekunden. Sorry für jede Form des Cuttens. Das ist ganz klar meine Schwachstelle hier. Zweiter Sektor. Und das ist die Aero, die ich meine. Das sind schnelle Kurven. Das sind Viergangkurven, Vier-, Fünfgangkurven, wo der Aero so wichtig ist. Die wir leider nicht haben. Mit dem Sauber. Das Rennen ist noch nicht vorbei. Noch lange nicht. Jetzt habe ich aber mein Rezept gefunden. Gegen Grosjean. Dann 1, wo ist denn der? Ah, okay, der ist von einem Williams. Scheint aber kein schlechtes Rennen zu fahren. Wir bisher auch nicht. Wie unruhig das Auto da wird. Was versucht Grosjean im Augenblick? Er kommt nicht ran. Er zwingt mich momentan nicht, mein Erst zu verbrauchen. Im Gegenteil, ich gehe mal davon aus, dass er spart. Also er wird erst sparen. Dann nachher den Angriff zu setzen. Bottas müsste, glaube ich, sogar jetzt führen. Bisher nur einer ausgeschieden. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt, was ist Magnussen? Weil der Teamkollege von Roman Grosjean. Auf McLaren würden wir 2 Punkte verlieren, auf Haas würden wir 2 Punkte gewinnen in der Konstrukteursmeisterschaft. Das wäre der aktuelle Stand der Dinge. Und jetzt schaltet er wieder hoch. Kein guter Exit. Nur mit dem Maximum. Bleiben wir hier erstmal vorne. Also im zweiten Stint, da waren sie richtig gut unterwegs. Da haben sie mich unter Druck gesetzt, da haben sie mich in Fehler gezwungen.
So dass ich einfach nicht in meinen Rhythmus kam. Aber jetzt ist es zu spät. Jetzt bin ich im Rhythmus drin. Das heißt, ich fahre eine gewisse Pace. Und die hat mir mittestens gefehlt. Ja, jetzt dreht er richtig auf. Glück habe ich noch ein paar Reserven. Nein, nicht mager. Ja, da kann ich sogar noch sparen. Da können wir sogar noch sparen. Je, ja, weil ich da im dritten Gang bin, anstatt im vierten, weil ich in der Runde nicht in den achten gekommen bin. Das kommt in dem Ableg auch noch dazu. Aufgrund des Ersten hast du nicht immer die gleiche Endgeschwindigkeit. Jetzt will ich aber diese zwei Punkte haben. Jetzt kann Grosjean hoffen, dass ich einen Fehler noch mal einbaue. Wir denken, es wird ein wenig Regen geben. In etwa 15 Minuten geht's los. Trockenreifen passen gerade am besten. Soll ich das verarschen? Noch mal Regen in 15 Minuten? Kommt denn da von hinten? Unser Abstand zum Hintermann beträgt 1,7 Sekunden. Ja, jetzt hat er sich. Es ist ja aus dem DS-Fenster, deswegen spare ich erst. Der Hamilton kommt von hinten. Also ein bisschen näher muss er noch kommen. In 10 Minuten sind wir noch nicht durch. In 10 Minuten sind wir noch nicht durch. Und der Sainz kommt auch noch von hinten. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 40,7 Sekunden. Auf Leclerc passt alles. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 20,8 Sekunden. Ich hoffe so ein bisschen, dass die sich duellieren. Das ist aktuell nicht der Fall. Die denken sich eher, komm, wir lassen uns den Sauber da vorne schnappen. Der hat da gar nichts zu suchen. Noch 6 Runden gleich. Das Getriebe hat 70% runter. Du könntest aber sowieso danach wechseln. Kann ich auch ein paar mehr Runden in Training 3 fahren.
1,2. Ne, Perez kommt nicht hinterher und Sainz kommt nicht vorbei. Sainz könnte mehr Druck ausüben auf Grosjean. Perez schafft das aktuell nicht. Sieben Zehntel. So, jetzt beginnt die heiße Phase zum Schluss. Nochmal blau. Grosjean ist wieder rangekommen. Könnte fast Kimi sein, der da kommen müsste. Ja, das ist ein guter Punkt auf der Minimap. Dafür habe ich eigentlich keine Zeit zum Gucken. Zeit, etwas Ladung zu verbrauchen. Erhöhe den IAS-Einsatz. Muss ich jetzt sowieso. Oh, Tick zu früh gebremst. Bei den Kurven abgekürzt, aber das Auto ist so instabil. Es bringt fast nichts mehr. Ja, die Zeit nach Alonso, das interessiert mich ja nicht mehr. Wäre eigentlich noch top, wenn einer ausscheiden würde vor uns. Ob ich den Platz hier halten könnte, habe ich die vier Punkte zumindest erfüllt. Und vorhin Ressourcenpunkte haben oder nicht haben. Das passt, das reicht, dicke. Umkehrschluss, das spart wieder Grosjean. Blaue Flagge. Ja, da kommt ein Red Bull von hinten. Grosjean macht Platz. Ich fahre mit Absicht jetzt auf Null. Und noch ein bisschen Lift and Coast und dann passt das. Haben wir noch alles jetzt gespart. Sehr schön. Kommen wir mit dem Benzin noch aus. Noch Benzin brauche ich ja gar nicht mehr sparen. Oh, ich könnte da gar nicht herauspusauen jetzt. Und da müssen wir ja gar nicht mehr sparen. Aber schon eine Runde Rückstand. Wir raten die Aufmischung 2 umzustellen. Ja, da bist du jetzt mehr hinten reingefahren. Grosjean, das war jetzt dein Fehler. Aber das wird ja sowas von egal sein. Ja, das ist ja mir klar hinten reingefallen. Ich habe klar signalisiert, wo ich hin will. Aber auch das schauen wir natürlich uns nochmal bei den Highlights an. Also den Sainz müssen wir uns anschauen und den Grosjean am Ende des Rennens. Wir haben uns so viel anzuschauen, das ist brutal.
Gut, dass der Kimi ein bisschen weiter wegfährt. Das Getriebe ist ziemlich abgenutzt. Versuch so selten wie möglich zu schalten. Also das muss es auch noch für die drei Runden halten. Ich versuche so wenig wie möglich zu schalten. Das geht fast gar nicht. Ja, 70%. Sollte aber funktionieren. Oder gleich kommt der liebe Chef und sagt, ja, uns ist ein Gang abhanden gekommen. Ganz toll. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 39,4 Sekunden. Was für ein Grand Prix. Ja, der hat natürlich jetzt einen richtigen Frontflügelschaden. Aber was mir aufgefallen ist, der Perez kam auch nicht mehr ran. Aber der hat dann richtig abreißen lassen müssen. Ist auch nicht mehr wirklich schnell gefahren. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ja, wenn jetzt noch ein Topfer rausschaut, würde ich lachen. Klar, mit P9 bin ich mehr als zufrieden. Nachdem das halbe Chaos, nach den Zweikämpfen, gerade diese Zweikämpfe haben Bock gemacht. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 24,9 Sekunden. So, last lap. Und unser Rival ist ausgeschieden. Das hilft mir natürlich ganz besonders in der Rivalität gegen Kevin Magnus. Und das hilft mir da natürlich ungemein. Teamkollege haben wir auch diesmal richtig geschlagen. Hoffentlich auch in der schnellsten Runde. Wobei ich mir durchaus vorstellen kann, dass er in der 12-4 gefahren ist. So, wir gratulieren Sebastian Vettel zum Sieg. Mal wieder. Also Vettel schnappt hier bei mir keiner. Aktuell. Alonso wird 8. Wir werden 9. Und Grosjean wird am Ende 10. Ja, das schafft er auf jeden Fall. Was für ein Rennen. Da bin ich echt auf die Highlights gespannt. Wo ich mir da selber was ankreiden muss. Bei Sainz bin ich mir nicht sicher, bei Grosjean bin ich mir dafür ziemlich sicher. So, das Rennen ist vorbei. Pass auf dein Auto auf, während du reinkommst. Ferrari hat wirklich Großes geleistet und verdient gewonnen. Stefan, was hat hier wohl den Unterschied ausgemacht? Ich denke, dass das Resultat größtenteils dem Temperament geschuldet ist. Er hat es einfach geschafft, kühlen Kopf zu bewahren, als alle anderen die Fassung verloren haben und dadurch das Maximum aus dem Auto rausgeholt und die Strategie optimiert. Mehr oder weniger ohne Probleme. Da kommen sie also und steigen aufs Podium. Egal, wo man hingeht, überall auf der Welt dominieren die Flaggen mit dem springenden Pferd. Und auch heute sind sie wieder sehr zahlreich zu sehen. Ferrari steht einmal mehr an der Spitze. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Ein gutes Resultat für Sebastian Vettel, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Für mich ist das heute McDonald. Er hat das meiste aus den Reifen rausgeholt, ohne an Tempo einzubüßen. Wer das in der heutigen Formel 1 schafft, hat einen nicht ganz unwesentlichen Vorteil. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Ferrari hat seine Führung in der WM ausgebaut. Was war das für ein Wochenende? Wir hoffen, dass Sie auch nächstes Mal zu einer weiteren spannenden Folge dieser Formel 1-Saison dabei sind. Ja, Sebastian Vettel gewinnt seinen nächsten Grand Prix vor Lewis Hamilton und Daniel Ricciardo. Kimi Räikkönen am Ende 4.
Max Verstappen auf der 5 und Bottas mal wieder weit hinten auf Position 6. Dann Nico Hülkenberg auf Position 7, Best of the West. Fernando Alonso, guter 8er, aber wir sind starker 9er. Mit Fragezeichen immer dahinter natürlich, mit ganz vielen Fragezeichen. Roman Grosjean auf Position 10 holt den letzten Punkt, er nimmt ihn noch mit. Und von der schnellsten Runde, ja, Carlos Sainz, der Verlierer des Rennens. Ah, Charles Leclerc war ein paar tausendstel schneller, von dem her dann passt der Schwierigkeitsgrad auch. Ausgeschieden ist nur Kevin Magnussen Ocon. Was hat der schon wieder angestellt? Wir bleiben auf Position 7 in der Fahrerwelt mit 40 Punkten. Daniel Ricciardo auf 3, Hamilton 4 und Bottas auf der 5. Sebastian Vettel schon 74 Punkte Vorsprung. Hülkenberg klettert vor auf Position 10 und Charles Leclerc weiterhin auf Position 19 vertreten. 40 Punkte, das hält uns noch 1 Punkt vor McLaren und 3 Punkte vor Renault. Platz 7 scheint immer mehr zu winken. Und ihr könnt auch nochmal winken bei den Highlights. Bei dem starken Regen habe ich absolut gar nichts gesehen. Ja, gar nichts gesehen. Ich habe auch manchmal kein Land gesehen gegen die Konkurrenz, selbst auf der Geraden. Aber wir haben knapp 10 Minuten Highlights und das kann man schon fast in einer Extra-Folge packen. Ja, es ging eigentlich los wie immer. Wir wurden erstmal durchgereicht, war eine Lücke offen. Die hat sich erstmal Verdorn geschnappt. Dann haben wir ihm das ungefähr versucht gleich zu machen. Haben uns dann in Kurve 2 nach außen gesetzt, versucht besser rauszukommen als die beiden pinken Panther vor uns. Aber da war absolut kein Durchkommen. Also die haben sich so breit gemacht, sind so langsam vor uns hergefahren, dass selbst unser Teamkollege uns sogar nochmal angreifen konnte. Nämlich Anfang Sektor 2. Da haben wir aber ganz schnell die Tür zugemacht. Ich habe mir so mal gedacht, nein, Junge, du bleibst hinter mir. Dem das habe ich mir verobert. Verobert hat sich auch Van Dorn seine kaputten Fallflügel. Ja, das war schon so ein bisschen Hülkenberg-like aus Belgien. Die Sicht von unseren Teamkollegen sieht wie folgt aus. Der berührt auch mal ein Force India vor sich und dann schießt links Van Dorn vorbei. Das hat einfach was. Wie der da einfach vorbeischießt, dass da nichts passiert ist. Gott sei Dank haben wir ja alle das Halo-System. Was man bei Leclerc sieht, ist auf jeden Fall der Kampf gegen den Toro Rosso, wie der sich jetzt zuspitzt. Hier gewinnt er dann wieder den Kampf gegen den Toro Rosso hier am Ausgang. Dann eröffnet sich eine Lücke, eine Tür gegen uns, und zwar hier innen. Da fahren wir sehr weit aus, da war ich schon Kampflinie. Doch der Motto, hier fährt mir innen keiner rein. Und dann hier verliert er wieder das Duell, weil er den Schwung nicht mitnehmen kann auf die lange Gegengeraden. Dann gab es eine kleine Kollision mit Esteban Ocon und mir. Ocon zieht einfach rüber. Ja, er zieht einfach rüber und das geht einfach nicht. Aber er hat auch kurz davor seinen Teamkollegen Sergio Perez berührt. Lange Rede, kurzer Sinn. Eine Runde später war dann Ocon fällig. Wir sind über den Körper gebrettert, ich weiß. Ich wusste gar nicht, wie viel Platz mit der Ocon lässt. Er hat mal relativ viel Platz gelassen, als ich aus seiner Onboard. Der zweite Force India war dann auch relativ zügig fällig, und zwar Sergio Perez, denn Stoffel Vettel hat alle aufgehalten und auch mich. Und dann habe ich ihn leicht berührt auf der Hinterachse am Hinterrad bei der Schikane vor der Wall of Champions. Habe ihn dann ziehen lassen. Aber hab dann noch den Angriff gemacht und Van Dorn, zack, gibt uns einen halben Schlag mit. Beim Anbremsen in Kurve 1, so nach dem Motto, Junge, das machst du aber nicht doch mal mit mir. Und dann konnten wir ihn ausbeschleunigen in Kurve Nummer 2, bis hin dann zu Kurve 3. Da war das Überholmanöver dann beendet. Und das Ganze ist nochmal aus der Sicht von Van Dorn, der verbremst sich nämlich in der letzten Kurve. Wir auch, weswegen es zu der Berührung kam. Ansonsten wäre der Vollflug ab gewesen, wenn Van Dorn sich nicht verbremst hat. Dann das Beschleunigungsduell bis hin zur Kurve 1. Ich will mich nach außen positionieren. Van Dorn gibt mir da nicht ganz so viel Platz. Also ich glaube, da hätte ich durchaus doch hingepasst, ohne auf den Grasfleck da zu fahren. Aber schlussendlich hat es dann gereicht. Wir sind innen, Van Dorn außen in Kurve 2 und in Kurve 3. Da sind wir innen. Bremsen rechtzeitig, auch wenn noch mal ein paar Reifen quietschen wollen, aber im Endeffekt hat das alles funktioniert. Relativ früh ging es dann los, dass wir die Fullwertreifen ablegen konnten. Zu früh eigentlich. Also die Wettervorhersage hat absolut
wieder mal gar nicht gepasst. Also entweder stimmt die Anzeige da nicht oder das ist mittlerweile so gewollt. Ich weiß nicht, wie sind da eure Erfahrungen bei der Wettervorhersage? Also meine ist immer so, dass der Regen viel kürzer dauert, als er angedacht war. Ich glaube, der Fehler von Romain Grosjean war in der Schlussschikane auch anders gedacht, denn da konnten wir dann zuschlagen, weil er die Kurve gar nicht bekommen hat. Absolut gar nicht. Herausbeschleunigt dann auf Start und Ziel. Und dann kam die nächste Szene, das muss ich kurz überlegen, mit Magnussen und Fernando Alonso. Magnussen verbremst sich auch, Alonso nutzt die Chance auch aus und wir konnten die Chance richtig ausnutzen, weil wir den meisten Schwung mitnehmen konnten und haben somit Magnussen und Fernando Alonso überholt. Schönes Manöver. Ja, schön ging es dann irgendwann nicht mehr nach vorne, sondern wieder nach hinten, denn dann wurde es trocken. Ein Fernando Alonso hat dann richtig Druck ausgeübt. Also mit dem zweiten Stint kam ich dann gar nicht klar. Hier ging Fernando Alonso richtig harte Duelle. Haben uns dann geliefert im zweiten Stint. Ne, das war der dritte Stint. Moment mal, Fulbright war der erste, Inters war der zweite. Der dritte war dann der Stint mit den Ultrasoft-Reifen. Alonso hat uns bekommen bei der Haarnadel. Aber dann kam der Motor zum Tragen und dann war Feierabend. Ja, hier wäre auch eigentlich fast Feierabend gewesen. Da kürzen wir beide ganz kurz. Also sind wir beide mal kurz neben der Rennstrecke vor der. Das geht dann noch völlig in Ordnung. Dann beim Anbremsen lassen wir uns beide Platz. Ich außen, er innen. Oder ich innen und er außen, haben beide genug Platz. Und dann halt der Motorenvorteil, den wir einfach haben gegen den McLaren. Das Ganze haben wir jetzt nochmal schön aus der Sicht von Carlos Sainz gesehen. Da dürfen wir später auch nochmal was aufrollen. Dann kam Carlos Sainz, der hat sich dann vorbeigemogelt an Fernando Alonso, machte genauso viel Druck. Also entweder hatte ich da die Pace einfach nicht oder die waren einfach deutlich aggressiver unterwegs. Also in höheren Erstmodus. Carlos Sainz und wir dann im Beschleunigungsfeld bis hin zur letzten Kurve und da ja, sieht man auch die Funken. Das 50 Meter Schild wurde auch mitgenommen, aber wir konnten uns gerade so dann noch durchsetzen gegen Carlos Sainz Junior. Wunderschöne Duelle. Das Ganze nochmal aus der Sicht von Fernando Alonso. Zum Beispiel Sainz hat hier sogar noch das DRS. Also, wenn er den Flügel offen hat und wir beide mit dem gleichen Erstmodus unterwegs sind, dann sehen wir unseren Motorenvorteil. Den Vorteil aus der Stelle rechts im zweiten Sektor konnte die KI meistens nutzen. Da hatten wir dann in der Szene Untersteuern mit unserem Fahrzeug und das hätte fast Fernando Alonso ausgenutzt. Wir machen rechtzeitig noch die Tür zu, sodass Alonso nach außen muss. Und dann kam zum Glück eine Rechtskurve und die haben wir ordentlich genommen. Und diesmal habe ich Fernando Alonso gesagt, da gibt es dann keinen Platz mehr für dich. Das Duell ging dann aber weiter und weiter und weiter. Kurve 1. Verbremsen wir uns, dann sind wir innen. Fernando Alonso nutzt die Gunst der Stunde außen. Dann kam das Beschleunigungsduell für Kurve 3. Und Fernando Alonso zieht das außen durch und war an uns vorbei. Starkes Manöver. Mich in einen Fehler getrieben in Kurve 1, leicht verbremst, dann reingestochen, in außen geblieben für Kurve 2. Bessere Traktion ist auf der Außenlinie einfach da, als gerade innen und dann zieht er es knallhart durch in Kurve 3. Schönes Manöver, da kann man sich echt nochmal was abgucken. Also die KI kann es doch, die Konkurrenz oder uns zu überholen und das finde ich gut. Gut, hier muss ich ihm gegebenenfalls auch kleinen beigehen, das ist jetzt gekracht. Beziehungsweise ich kürze schon ab, aber es hat absolut nicht gereicht, weil Alonso durchzieht. Den Konter wollte ich dann nochmal machen. Mit voller Leistung fett überholen gegen Fernando Alonso, aber es hat dann am Ende nicht gereicht. Fernando Alonso macht hier auch ganz schön clever zu. Dann nochmal Untersteuern gehabt. Dann kam Kevin Magnus an uns vorbei. Der erste Haas hat uns hier überholt. Dann, hier sieht man es nochmal sehr, sehr schön, dass ich da echt zu kämpfen habe in dieser schnellen Rechtskurve. Da fehlt uns noch Aerodynamik. Was uns nicht fehlt, ist Motorenleistung, weil bei dem Magnus haben wir dann wieder stehen lassen auf der langen Geraden. Wunderbar. Dann aber Kurve 1 ging
ging das Duell dann weiter gegen Romain Grosjean. Ne, das ist auch noch Kevin Magnussen. Und dann zieht der Eiskalt die Tür zu. Wirklich hat der Eiskalt die Tür zugezogen, weil er damit nicht mehr gerechnet hat. Wir waren knapp noch daneben. Er hätte uns eigentlich den Platz lassen müssen. Er hätte es müssen, aber er hat es nicht gemacht. Von dem her kann man das auch noch durchwinken lassen, weil nichts passiert ist. Dann kam sein Teammate Romain Grosjean. Der wollte es dann außen herum versuchen. Nee, innen versuchen in Kurve 2 und außen in Kurve 1. Hat funktioniert. Mit mehr Überschuss. Wunderschön. Das sind echt schöne Duelle gegen die. Da hat es auch nicht gereicht. Keine Berührung mit dem Spiel. Da war ich chancenlos. Oder ich habe ein bisschen gepennt. Gegen Carlos Sainz könnte man meinen, habe ich auch wieder gepennt. Hartes Duell hier. Und das Duell ging dann noch weiter. Und dann kam die Kollision. Da fliegen dann oder flogen dann Frontflügelteile von Carlos Sainz. Ja, wer war jetzt schuld? Und wir zucken circa gleichzeitig rüber. Also ich zucke sogar ein bisschen früher. Zack. Ja, minimal früher. Man hat sie ganz kurz gesehen. Nochmal, da ziehe ich rüber. Er auch. Das bedeutet, Carlos Sainz hat nochmal ganz kurz Zeit zu reagieren. Und zwar hier. Rechts oder links, entscheidet sich für die linke Seite, weil nur da leider der Fehler, Frontflügel war ab und das Rennen war da für ihn gelaufen. Ich sehe da mich nicht so ganz hundertprozentig in der Schuld. Sergio Perez hat es dann auch nochmal versucht in Kurve 1, nachdem die Kollision mit Carlos Sainz war, aber das konnten wir abwehren. Carlos Sainz mit dem kaputten Frontflügel hat er keinen Abtritt mehr vorne, mehr untersteuern, deswegen wurde er dann langsamer. Dann kamen die ersten Überrundungen und unser zweiter Boxenstopp auf Trockenreifen. Hamilton hat uns dann geholfen, dass wir wieder an Romain Grosjean vorbeigekommen sind. Der ist uns dann hinten drauf gefahren vor der Hana am Ende des Rennens. Und da muss man nicht überlegen, das ist ganz klar die Schuld von Romain Grosjean. Die Fans haben das wirklich genossen. Bei ihnen sah das leicht aus. Sie haben ja während des Rennens eine regelrechte Aufholjagd hingelegt. Sie übertreffen alle Erwartungen. Würden Sie sagen, dass man sie unterschätzt hat? Zwischen Ihnen und Ihrem Rivalen sah es eine Zeit lang richtig knapp aus. Aber jetzt scheint es, als würden Sie sich behaupten, nicht wahr? Haben Sie sich bei diesem verregneten Wetter heute wohlgefühlt? Danke für den Kommentar. Das Rivalen-Update sieht wie folgt aus. In Führung gehen wir gegen Kevin Magnussen. Gegen Leclerc sieht es immer noch ein bisschen alt aus, denn der führt ja noch 5-4 und gegen Magnussen heißt es 17-5. Die Ressourcenpunkte nehmen wir natürlich mit. Genauso natürlich auch die Rufsteigerung bei unserem Team. Das sollte uns eine bessere Position dann bringen für die nächste Vertragsverhandlung. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr das gerne signalisieren mit dem Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar und dann geht's auf beim nächsten Mal zum großen Preis von Frankreich. Macht's gut, haut rein. Tschüss.